2000 Jahren auf die Welt. Und wieso? Vielleicht können das ja deine zwei älteren Geschwister erklären. Wieso kam Jesus überhaupt auf die Welt? Wieso musste er seinen wunderschönen Himmel verlassen und hier auf die Erde kommen? Am besten hören wir uns mal das nächste Lied an. So lange könnt ihr ja mal nachdenken. Come on.
glaube, weil wir nicht so lieb sind wie Gott und Gott wollte uns zeigen, wie lieb sein will. Deshalb hat er Jesus geschickt. Ja, das auf jeden Fall auch. Aber das Eigentliche war, dass wir durch das ganze Schlechte, was wir immer so tun, später nicht bei Gott sein können. Gott mag all das Böse, was wir tun, nicht gerne und wir hätten eine saftige Strafe verdient. Ja, so wie du mich immer schimpfst, dann ich einfach ohne zu fragen etwas aus der Süßigkeiten-Schublade hole. Oder mein Lehrer lässt mich die Hausaufgaben doppelt machen, wenn ich sie mal vergessen habe. Ja, genau. Aber Gott liebt uns so sehr und deswegen möchte er nicht, dass wir diese große Strafe bekommen. Und deshalb hat er Jesus geschickt, damit er für unsere Schuld stirbt. Ich finde Jesus echt mutig, dass er zu uns auf diese Welt kommt, obwohl er im wunderschönen Himmel hätte bleiben können. Also ich wäre an Jesus Stelle lieber dort geblieben. Ich stelle mir das immer so schön vor. Flüsse aus Nutella und den ganzen Tag spielen und man kann Jesus in echt sehen. Ja, mit Jesus Nutella-Brot essen. Oder im Nutella schwimmen. Mmh, lecker. So.
Los, setzt euch. Wollt ihr den Tee? Wir reden gerade über Jesus und was für ein Geschenk es war, dass er für uns auf diese Welt kam. Apropos Geschenke, warum machen wir uns eigentlich immer gegenseitig Geschenke? Wir könnten doch auch Jesus mal was schenken. Wie soll das gehen? Er sieht doch nichts. Wie kommst du denn darauf? Nur weil wir ihn nicht sehen, heißt das ja nicht, dass er uns nicht sieht. Er sieht uns, sogar bis in unser Herz. Und das mit den Geschenken an Jesus finde ich eine gute Idee. Nur materielle Geschenke, wie zum Beispiel eine Lego-Eisenbahn, ich glaube, damit kann er nicht viel anfangen. Ich habe eine Idee. Im Kindergottesdienst hat man mal gesagt, dass Jesus sich freut, wenn man jemand anderem etwas hilft. Ja, das stimmt. In der Bibel steht, wenn man jemand anderem eine Freude macht oder jemand anderem hilft, dann ist das so, als würde man Jesus helfen. Wir könnten doch die eine Frau zum Essen einladen, die uns immer Bonbons schenkt, wenn wir an ihrem Gartenzaun vorbeilaufen. Ja, das könnten wir machen. Aber Gott freut sich auch gerade dann, wenn wir Menschen etwas Gutes tun, die nicht so lieb sind oder denen es sehr schlecht geht. In meiner Schule sind ein paar neue Kinder aus dem Asylantenheim. Die können noch fast kein Deutsch und ich traue mich aber noch nicht, mit ihnen zu reden. Dieser alte Mann, den ich immer am Schulweg sehe, ich glaube, der hat keine Wohnung. Dann bringe ich gleich mal morgen ein Plätzchen mit. Na, seht ihr, da habt ihr ja schon so einige Ideen. An Ideen und Kreativität mangelt es selten. Es ist nur unsere eigene Bequemlichkeit, die wir so mögen und die uns am liebsten hindert. Am besten richtet ihr jetzt dann gleich ein paar Plätzchen hier und stellt sie in euren Schulranzen, dann könnt ihr sie morgen verteilen. Und ich werde gleich mal mit Tante Gertrud anrufen, weil ich habe schon lange nicht mehr von ihr und ihren Schmerzen im Bein gehört und vielleicht kann ich ihr im Haushalt helfen. Anna, hast du auch eine Idee, wie du jemandem eine Freude machen kannst? Ich hab gut zugehört. Thank you.
stehen.